Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Cosplay und Autodrive Tutorial Video. Ja, heute gucken wir uns mal das Güllen-Gärreste verteilen an. Dafür gibt es zwei Varianten. Die eine ist die, bei der man sich von Autodrive das ja dient das Nachfüllmittel oder also ja die Gärreste oder den Dünger liefern, die Gärreste oder die Gülle liefern lässt. Und die zweite Variante ist, dass man quasi mit dem Güllefahrzeug direkt an dem Punkt abholen fährt, wo es produziert wird. So, die erste Variante, da habe ich das gemacht, dass der LKW, der fährt mit Autodrive zur BGA und holt die Gärreste. Und auf dem Feld fährt Cosplay mit einer Cosplay-Nachfüllspur hier an dem LKW vorbei. So wie ich das in dem Cosplay-Video zum Gärreste-Verteilen gemacht habe, ist das eingerichtet. Also zuerst hier den Feldkurs erstellen, diesen speichern. Dann die Nachfüllstrecke erstellen, speichern. Dann den Feldkurs laden, die Nachfüllstrecke anhängen und fertig. Der LKW wartet da so lange, bis er leer getankt ist. Sobald er leer ist, fährt er dann wieder zur BGA und holt Neues. Er fängt jetzt hier gleich an. Die Einstellung auf dem Feld ist, ja, ist halt jetzt mit drei Vorgewenden. Er fängt auf den Feldbahnen an und überspringt eine Bahn. Die Einstellung ist jetzt so, der hätte jetzt auf dem Hof losfahren können, an seiner Parkposition zum Feld. Der Kurs war geladen. Er hätte auch leer fahren können, dann wäre er zu dem Punkt, wäre aufs Feld gefahren, zu dem Punkt, hätte gemerkt, er hat nichts, hätte sich dann betankt, das geht auch. Im Cosplay ist die Einstellung für die fahrzeugspezifischen Einstellungen nur zum Parken benutzen, dass der dann halt, wenn er fertig ist, wieder zurückfährt. Am ersten Punkt gerade anfahren und hier am ersten Punkt anfangen stand dann hier. Habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, bevor er angefangen hat. Hier muss dann natürlich wieder das Cosplay übernimmt am Ende der Strecke ausgewählt sein, wenn ihr den vom Hof losfahren lasst. Oh, er ist jetzt gleich leer. Bahn wird er nicht mehr ganz schaffen, denke ich. Oh, fährt dann jetzt zu seiner Nachfüllstrecke. Kennt dann jetzt gleich den Trigger, wird an dem LKW tanken. Wie gesagt, in dem LKW sitzt Autodrive drin und wartet, dass er leer wird. Das Verteilerfahrzeug hier, der kleine Klaas, wird jetzt wieder an dem Punkt anfangen, an dem er aufgehört hat.
Und das macht er jetzt so lange, bis der Acker halt fertig ist und er zum Hof fährt. Dann habe ich noch vorbereitet die Variante, er holt sich seine Gärreste an der Produktionsstätte selber ab. Kurseinrichtung, genau wie bei dem anderen. Drei Vorgewände, eine Bahn überspringen. Nur habe ich hier bei den fahrzeugspezifischen Einstellungen eingestellt, dass er zum Entladen, Befüllen und Parken Autodrive nehmen soll. Das heißt, er wird dann gleich zur BGA fahren. Das habe ich hier im Autodrive schon eingestellt. Wir müssen hier noch Cosplay einklicken, dass er natürlich, wenn er wieder hier ist, wieder Cosplay fahren lässt. Das hätte man auch vom Hof starten können, dann wäre er halt, wenn er leer gewesen wäre, erstmal zur BGA gefahren. Gleichen Einstellungen auch im Cosplay. Ersten Punkt gerade anfahren. Hier, das habe ich eigentlich immer aktiviert, dass er den ersten Punkt gerade anfährt. Und natürlich am ersten Wegpunkt anfangen muss aktiviert sein. Ah, da ist ein bisschen mehr drin in dem Fass. Noch eine Bahn und ein bisschen vielleicht noch. Und dann fährt er los zur BGA. Wird sich da befüllen, wird wieder hierher kommen und wieder am Punkt anfangen, wo er aufgehört hat. Na, muss er nochmal wenden? Voraussichtlich, ja. Er wird jetzt zur BGR fahren, sich dort Nachschub holen. Kommt jetzt an der BGA an, fährt zu unserem vorgegebenen Entnahmepunkt. Und befüllt sich. Ja, fährt jetzt wieder zum Feld zurück. Wird dann natürlich da weitermachen an dem Punkt, wo er aufgehört hat. Der Kollege ist auch gerade leer. Na, na? Der fährt jetzt für seinen kleinen Freund hier, sein Axion, fährt der jetzt los Nachschub holen.
Und er hier sollte jetzt direkt auf dem Feld weitermachen, wo er aufgehört hat. Na, findest du deine Spur? Ja, okay, fängt ein bisschen früher an als da, wo er aufgehört hat, aber okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht habt, gerne abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.